Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für heute etwas anderes überlegt. Und zwar möchte ich heute mit euch live herausfinden, was eine 10-schrittige koreanische Skincare-Routine mit meinem Make-up macht. Ihr wisst, diese Korean Skincare-Thematik ist schon seit einer Weile auch wirklich bei uns in Deutschland angekommen und wir können mittlerweile auch gut nach Deutschland diese Produkte bestellen. Was das Ganze bringt, das werden wir nach diesem Video erfahren. Und ich habe einige Produkte zur Verfügung gestellt bekommen von YesStyle. Ich habe schon ganz oft mit denen zusammengearbeitet. Ist keine bezahlte Kooperation. Ich kriege einfach die Produkte von denen zur Verfügung gestellt. Und ich dachte mir, hey, richtig, richtig coole Sache. Wir nehmen nur Skincare-Produkte, tragen sie auf, alle Schritt für Schritt applizieren dann unser Make-up und schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Für euch kleinen Günstmäuse habe ich aber auch selbstverständlich ein kleines Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit YesStyle. Ich setze euch alle Informationen einmal unten in die Infobox. Es gibt für 3 Leute 50 Euro Gutscheine für YesStyle. Da könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. Teilnahmebedingungen stehen einmal unten. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Ich habe schon einige Skincare-Produkte von YesStyle mir immer mal bestellt und war super zufrieden, weil das ist alles sehr pur. Ich glaube, pur ist ein gutes Wort für so koreanisches Skincare. Ich bin kein Skincare-Profi, das sage ich ganz klar vorab. Ich kann euch nur die Sachen sagen, die ich weiß. Bitte belest euch immer, was für eure Haut funktioniert und was nicht. Nur das als kleinen Disclaimer. Aber die Produkte, die ich mir ausgesucht habe, sind wunderschön. Also allein das Packaging passt einfach perfekt in meinen Bart. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wenn es euch gefällt, hilft es mir am meisten, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. So können mehr Leute meine Videos sehen und wir schaffen vielleicht die 100.000 noch. Wir haben 75.000 geknackt neulich. Ich bin richtig, richtig happy. Und jetzt geht es los. Was ich über Skincare weiß, ist, dass man von leicht, also von flüssig zu fest geht. Und ich habe das erste Produkt schon benutzt. Damit habe ich mich gewaschen. Das ist nämlich das From Green Cleansing Oil. Das ist ein Öl, damit könnt ihr euch extrem gut abschminken. Ich benutze das gerne einfach so zum Double Cleansen. Also wenn ich mein Full Face Make-up drauf habe, gehe ich immer mit einem Öl rüber. Ich habe das jetzt probiert. Es ging super, super gut. Das brennt nicht in den Augen. Das soll die Haut schon ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Und hier sind 6 natürliche nutrive Öle mit drin und das also es funktioniert fantastisch. Also das Make-up löst sich komplett auf, dann könnt ihr euch abwaschen und dann kommen die Skincare-Produkte. Wir nehmen die Produkte jetzt vor dem Make-up, weil ich finde, so eine super gepflegte Haut sieht immer einfach, es sieht einfach geil aus. Es tut mir leid, aber wenn ihr euch richtig Mühe bei eurer Skincare gebt, habt ihr ein perfektes Ergebnis meistens. Und mit den Produkten könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut klappt. Wir fangen als erstes mit Toner an. Da habe ich nämlich 2. Einmal habe ich hier das Fermented Complex Boosting Essence. Ach, das ist eine Essence. Nee, wir nehmen erst einen Toner. Wir nehmen erst einen Toner, Freunde. Das ist nämlich vom I'm From, der Reistoner mit 77,78%. Ja, was denn? Reis. Made in Korea. Sieht wunderschön aus, das Packaging. Ganz sleek, ganz schmal. Und das gebe ich mir schon mal so ein bisschen auf ein Wattepad. Ihr könnt das auch auf ein wiederverwendbares Wattepad geben, aber jetzt hier, der Einfachkeit halber, trage ich das hier direkt auf. Und damit, es riecht nach nichts. Ist nicht parfümiert, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ihr könnt es erkennen, oder? Nee, hier. Da kommt immer noch was runter. Immer noch. Das von gestern. Okay, also es hat auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Make-up mit weggenommen. Meine Haut fühlt sich gut an. Ich lasse das Ganze kurz so ein bisschen einziehen und wir gehen gleich mit der Essenz drüber. Das ist ein fermentierter Komplex mit Niacinamid. Niacinamid ist super. Ich liebe diesen Inhaltsstoff. Gibt es von The Ordinary auch beispielsweise. Ist aber andauernd ausverkauft. Das sorgt einfach dafür, dass eure Haut so ein bisschen... Pickel gehen einfach schneller weg. Davon gebe ich mir so ein bisschen was aufs Wattepad. Das ist so ein bisschen geliger von der Konsistenz her. Und damit gehe ich jetzt einfach rüber. Auch das ist nicht parfümiert und man merkt sofort, dass es so ein bisschen was tut. Also hier sind Wirkstoffe drin, es brennt nicht, es prickelt auch nicht, aber man merkt schon, dass die Haut einfach etwas bekommt. Das ist so schwierig zu vergleichen. Ich bin super gespannt und ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wie das Make-up am Ende aussehen wird. Ich finde es total spannend und ihr könnt mir auch gerne eure Skincare-Routine einmal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr dann gleichzeitig zu dem Kommentar schreiben, welches Produkt ihr von denen hier mitprobieren
würdet. Okay, Haut, ich lieb's, ne? Ich finde, das Schöne bei Skincare ist, dass man sich so ein bisschen Zeit für sich nimmt. Und ich weiß, wir haben wenig Zeit, um uns für uns zu kümmern. Und deswegen finde ich es umso schöner, wenn man einfach mal sich abends diese 10 Minuten nimmt. Das dauert ja nicht lange. Als nächstes haben wir von The Plant Base ein Hyaluronserum 100. Das ist highly hydrophil mit sofortigem Hyaluroneffekt. Okay, fancy. Kann man so rausdrehen? Ah, das ist eine Pipette. I stan. Oh, wow. Hygienische Queen hier. Gebe ich. Okay, das ist extrem dickflüssig. Das ist das Schöne bei Hyaluronsäure. Dann wisst ihr, dass es gut ist. Und das gebe ich mir einfach ins Gesicht. Auch direkt hier unter die Augen. Ein bisschen auf den Lippen. Ja, ja, das ist so typisch Hyaluronsäure. Es ist so ein bisschen klebrig. Fühlt sich gut an. Auch das ist nicht parfümiert. I stan. So krass, ne? Das ist endlich, aber. Was heißt endlich? In Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, so wenn man in die Drogerie geht beispielsweise, es ist alles so voll mit Duftstoffen. Ne? Komplett voll. Manche reagieren drauf, manche reagieren nicht drauf. Ich reagiere zum Beispiel gar nicht drauf, aber man weiß ja nicht, was kommt. Dann geht es weiter mit einer Pure Water Cream. Die hat 60% Tiefenmeerwasser, 2% Niacinamid, Hyaluronsäure und Panthenol, Deep Hydration und pflegende Marine-Ingredienzen. Sieht so aus, auch sehr clean, sehr schlicht. Und die ist so ein bisschen, ja, das ist so wie so eine Salbe, ne? Auch die ist nicht parfümiert. Seht ihr schon den Glow auf meiner Haut? Ich habe ja noch nicht mal irgendwas drauf. Okay, meine Haut wird richtig schön sticky. Sie sieht prall aus. Also ich habe natürlich Augenringe, ich habe ein paar Unreinheiten. Das kriegt jetzt die Creme hier auch nicht weg, ne? Aber ich bin so gespannt, wie das Make-up aussieht. Wow, okay. Okay, okay, okay. Wir haben noch eine andere Creme, die ist nämlich von Claire's. Hier richtig, okay. 20 Schritte, mein Gott. Ist, glaube ich, für morgens ein bisschen übertrieben, wenn man gar keine Zeit hat. Wenn man aber so ein bisschen Zeit hat oder, weiß nicht, sich für ein Event oder so fertig macht, kann ich mir das gut vorstellen. Die ist von Claire's und die ist so ein bisschen bläulicher. Auch nicht parfümiert. Schau mal kurz, ob ich lesen kann. Apply a small amount. Ich glaube nicht, dass es small ist. Auf die affected areas. Also das soll die Haut so ein bisschen beruhigen. Mein ganzes Gesicht ist aufgeregt. Kommt. So ein bisschen bläulicher, wenn ich danach aussehe. Wie eine junge Göttin, die aus Griechenland gerade aus dem Brunnen emporgekommen ist. Ihr wisst warum. Und dann haben wir noch ein Fundamental, auch von Claire's, Watery Oil Drop. Ich habe das eben schon mal getestet. Das ist kein richtiges Öl, aber so ein bisschen wie Öl. Kommt auch in der Pipette, das heißt sehr hygienisch. Das ist fast wie Wasser, aber es gibt einen leichten Glow. Und das gebe ich jetzt einfach nochmal so mit drüber. Hätte ich vielleicht auch vor den Cremes auftragen können. Aber weil da Oil mit draufsteht, dachte ich, dass man das vielleicht zum Schluss lieber benutzt. Okay, wow. Und was nicht fehlen darf, egal ob Sommer oder Winter, ist Sonnenschutz. Und ich habe schon einen, welchen ich total gerne mag und der mich durch den ganzen Sommer begleitet hat, ist der von Misha. Das ist die Essence Sun Milk. Liegt zu Faktor 50 PA++++. Ich habe jetzt hier von Claire's den Everyday Sun Protector. Für ein weites Spektrum, ist sogar vegan. Water-based Gel Texture, das heißt also, er ist so ein bisschen flüssiger und zieht schnell ein. Ohne Greasiness oder ohne weißes Finish. Also das ist was, was vielleicht ganz gut funktionieren könnte, wenn ihr Make-up tragt und wenn ihr ein bisschen dunklere Haut habt vielleicht. Das hat Lichtschutzfaktor 50 und PA++++, also vierfach plus. Das ist noch intensiver. Und ich gebe mir jetzt erstmal hier nur so eine kleine Menge auf. Das reicht eigentlich nicht. Riecht auch gar nicht. Und davon gebe ich mir eine dicke Schicht. Also mit Sonnenschutz macht ihr nichts falsch, ne? Da könnt ihr raufklatschen, wie ihr wollt. Mehr ist mehr. Ich lasse das Ganze jetzt einmal einziehen. Hat sich super, super gut angefühlt alles. Meine Haut ist natürlich jetzt rot, weil ich sie angefasst habe. Aber dann machen wir was ins Gesicht. Also Schminke. Das ist jetzt die Wahrheit. Ich habe Augenringe, ich habe Unreinheiten. Ich möchte aber, dass ihr mal seht, wie meine Haut auch ungefiltert aussieht. Ne? Also meine Augenringe, das ist kein Geheimnis. Ich habe wenig geschlafen heute, aber die Haut sieht extrem prall aus. Ne? Also ihr seht die Textur, ihr seht diesen Glow. Aber sie fühlt sich prall an, sie fühlt sich nicht zugekleistert an. Guess what, wie lange das noch so bleibt. Okay, das ist mir ein bisschen angenehmer, ne? Weil ich sehe mich ja auch hier. Okay, Haut fühlt sich fantastisch an. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich mit dem Make-up an. Und dafür benutze ich meine neue Lieblingsfoundation. Das ist das Rival de Loup Hyaluron Make-up in der Farbe 4. Freunde, das Video solltet ihr schon gesehen haben. Es ist die schönste Foundation, die ich seit einer ganzen Weile
gesehen habe. Ich mische mir so ein bisschen noch was von der 2 rein, die 4 ist ein bisschen dunkel und dann arbeite ich mir das Ganze mit meinem Morphe Brush schon mal ein und wir machen erstmal eine halbe Seite und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Oh, geil. Im Anschluss gehe ich dann immer nochmal mit meinem Beauty Schwamm einmal rüber, einfach um das überschüssige Produkt nochmal etwas besser zu verteilen, aber ich stelle euch mal ein bisschen dunkler, weil ihr müsstet sehen. Jetzt schaut euch das an, wie fantastisch das aussieht. Ulala. Also die Foundation alleine ist ja schon mega. Aber seht ihr diesen Glow auf meiner Haut? Die sieht richtig, richtig prall aus. Ich habe die Foundation jetzt auch schon wirklich ein paar Tage benutzt. Also ich habe nicht mal einen Pickel bekommen davon. Keine Unterlagerung, kein gar nichts. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sich meine Haut abends besser angefühlt hat als morgens. Was vielleicht am Hyaluron liegt. Hyaluron, Freunde, ist meine beste Freundin. Aber im Make-up, Jetzt könnt ihr auch gerne noch mal ein kleines Stückchen näher kommen. Also ihr seht hier, abgesehen davon, ne, ist immer noch da, sieht meine Haut fantastisch aus. Also wenn ich jetzt ein Foto machen würde, würde man denken, ich habe nichts auf dem Gesicht. Und ich liebe diese Kleinigkeiten, ne, dieses, wenn die Haut einfach frisch aussieht, wenn das gesund ist. Und jetzt noch ein bisschen Concealer. Dafür benutze ich meinen L'Oreal Infallible Concealer. Ich lasse den ein kleines Sekündchen antrocknen. Schaut euch meine Stirn an. Sie ist einfach nur wet und glowy. Ihr könnt mir gerne eure Skincare-Routine einmal schon mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich wirklich mal interessieren. Und welche Produkte ihr benutzt, wenn ihr ein glowy Finish haben wollt. Ich habe neulich, muss ich euch erzählen, ich habe euch neulich bei Instagram gefragt, was ihr bevorzugt. Full Coverage oder Natural? Ihr werdet nicht glauben, wie viele Natural angeklickt haben. Ich war enttäuscht. Ich war maßlos enttäuscht. Aber ich verstehe es. Okay, der Concealer ist eingearbeitet. Freunde, wir setten das Ganze. Und ich würde einmal mein Make-up kurz fertig machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Base ist fertig. Ich habe das Ganze einmal gesettet mit einem Produkt, was ich euch noch nicht zeigen darf. Aber es sieht fantastisch aus. Also ihr seht immer noch den Glow, der durch meine Foundation, durch die Schichten an Puder kommt. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haut besser mit dem Make-up verbunden hat. Das klingt vielleicht total verrückt, aber es sieht aus wie Haut, obwohl ich schichtenweise Make-up drauf getan habe. Ich werde jetzt so ein bisschen in den Tag starten und mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Ansonsten würde ich fast sagen, dass sich das Ganze richtig, richtig gut verhalten hat. Es lohnt sich auf jeden Fall immer in Skincare zu investieren, vor allen Dingen auch die Zeit in Skincare. Aber praktisch gesehen ist mir klar, dass man keine 10-schrittige koreanische Skincare-Routine am Morgen machen kann. Es sei denn, man, weiß ich nicht, man steht nicht vor 7 auf wie 90% der Bevölkerung. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schaut unbedingt einmal in den Kommentaren vorbei und unten in der Infobox. Da steht nämlich alles über das Gewinnspiel drin. Vielen Dank an Jessel, dass ihr uns das ermöglicht habt. Ich gebe euch nachher auf jeden Fall nochmal ein Feedback. Ich verabschiede mich jetzt aber schon mal hier aus dem Studio. Bis gleich. Ein kleines Update nach 8 Stunden. Ulala. Also abgesehen davon, wo die Maske natürlich war, brauchen wir nicht drüber sprechen. Meine Stirn ist immer ein gutes Indiz dafür, dass eigentlich nichts passiert ist. Hier, meine Augen tränen wie immer. Es sieht super, super prall aus. Und das Krasse ist, es fühlt sich irgendwie an, als hätte ich gar nichts im Gesicht. Obwohl, ihr habt gesehen, wie viel Make-up ich im Gesicht hatte. Also richtig, richtig gut. Hat super gut funktioniert. Denkt unbedingt ans Gewinnspiel und schaut einmal in die Infobox. Da steht alles mit drin. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.